So, nun zur Aufgabe 3. Münzen. Susi und Markus spielen mit fairen Münzen. Beim Werfen einer fairen Münze treten die beiden Ereignisse Kopf und Zahl jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf. 50-50 Chance. Susi hat eine Schachtel mit 3 Euro, 1 Euro Münzen und 5 2 Euro Münzen. Markus hat eine Schachtel mit 2 1 Euro Münzen und 3 2 Euro Münzen. Beide ziehen aus ihrer Schachtel zufällig eine Münze. Geben Sie diejenigen Möglichkeiten an, die zu einem Gesamtwert von 3 Euro führen, wie Susi und Markus zusammen. Und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sich durch die beiden Ziehungen ein Gesamtwert von 3 Euro erzielen lässt. Ah, also schreiben wir uns mal diese zwei Schachteln auf. Also, die Susi hat eine Schachtel. Ja, das Ziehen, wenn ich das Ziehen jetzt hier aufzeichne, dann werde ich also mit dem einen anfangen. Also sagen wir mit der Susi. Also die Susi hat 3 1 Euro, also 1, 1, 1 und 5, 2 Euro. 2, 2, 2, 2, 2. Und jetzt zieht sie natürlich irgendwas jetzt. Das heißt, es zieht sie entweder an einen oder sie zieht 2 Euro. Und jetzt haben wir natürlich die Wahrscheinlichkeit, die hier dazu gehört. Wie viel Wahrscheinlichkeit ist denn, einen so zu ziehen? Ja, wie viele Münzen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 war. Und die 1 sind 3 mal vorhanden. Und hier haben wir auch 8 Münzen und daher die 2 sind 5 mal vorhanden. So, und jetzt kommt der Markus. Und der hat also jetzt hier eine Schachtel. Was hat der da drinnen? 2 Einer. Einer. Und 3 Zweier. 2, 2, 2. Und von dem Punkt aus hier haben wir also wieder einen Einser oder einen Zweier. Und von dem Punkt aus haben wir auch wieder einen Einser oder einen Zweier. So, bei Markus haben wir die Wahrscheinlichkeit für einen Einser. Ich habe insgesamt 5 Münzen und 2 von 5. Und das andere sind dann 3 von 5. Und hier haben wir auch wieder 2 von 5 und 3 von 5. So, was wollen wir jetzt? Die Möglichkeiten, die zum Gesamtwert von 3 Euro führen. Also 1, 1 geht nicht, aber hier hätten wir. Da hätten wir einmal 3 Euro. Oder hier 2 und da 1 hätten wir auch 3 Euro. Das sind also die zwei Möglichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass durch die beiden Ziehungen ein Gesamtwert von 3 Euro erzielt wird. Naja, da muss ich also die Wahrscheinlichkeit mit der Wahrscheinlichkeit hier multiplizieren. Das heißt, ich habe hier 3 Achtel mal 3 Fünftel. Hier habe ich 5 Achtel mal 2 Fünftel. So, beide muss ich dann addieren. Und das ist dann die Wahrscheinlichkeit. Das ergibt dann 3 mal 3 ist 9 und 2 mal 5 ist 10 ergibt 19 und 5 mal 8 ist 40. 19/40. Okay? Passt? 47,5%, falls man es in Prozent war, haben wir 47,5%. Okay. B. So, das heißt hier, wenn wir mal Strichmodell machen, B. Markus will eine 2-Euro-Münze 10 mal werfen. 10 mal werfen. Susi stellt die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit erhalten wir mindestens 3 mal die Zahl. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass bei 10 Würfen mindestens 3 mal Zahl geworfen wird. Aha. So, jetzt haben wir, das ist eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe. Also das erste war eine Baumaufgabe. Das zweite könnte man natürlich auch einen Baum zeichnen, aber der wird 10 Stufen lang, weil ich das hier 10 mal werfe. Ne? Das heißt hier besser einen Baum, bei dem eh auch immer die gleiche Wahrscheinlichkeit ist, Binomialverteilung, also B wie Binomialverteilung. B
Ich habe n gleich 10 mal werfen. Ich habe mindestens 3, also k ist also größer gleich 3. Und die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis, wir haben Kopf und Zahl, ist also ein halb. So, das heißt, jetzt muss ich also in die Binomialverteilung gehen. Schauen wir uns das an, wie das jetzt hier ausschaut. Das ist also am Taschenrechner Menü. Ups. Wahrscheinlichkeit ist 5, 5 und noch einmal 5 für Verteilungen. Also Menü 5, 5 und dann baue ich die Binomial und zwar CDF, die ist auf hier B. Also B, Binomial, Binomial CDF. Weil ich also jetzt hier mehrere Werte brauche. Also nicht nur eine, wenn k gleich 3 wäre, würde ich also mit der PDF zurechtkommen. Hier brauche ich mehrere Werte von 3 bis hinauf. Anzahl der Versuche. Also n ist also mal 10. Dann haben wir Wahrscheinlichkeit 0,5. Dann die untere Schranke ist 3 und die obere ist, was bis 10 hinaufgeht. Und das ergibt, so, jetzt muss ich eintippen, also 10, dann 0,5, dann 3 und 10 ergibt 0,945 oder 94,5%. Super. Also haben wir die zweite Aufgabe auch erledigt. So, jetzt kommt noch die dritte. C. Susi und Markus beschäftigen sich mit der Wahrscheinlichkeit mit der Zahl beim wiederholten Werfen einer Mün mit der Zahl bei wiederholten Werfen einer Münze auftritt. Dabei stoßen sie auf folgende Gleichung. P von x größer gleich 1 ist 1 minus 0,5 hoch n und ist gleich 0,9375. Berechnen Sie n. Aha. Okay, naja, wie soll man das berechnen? Das klingt so nach typischer Aufgabe mit Solv. Also nehmen wir mal den Solver. Das heißt, bei C hätten wir einfach ein Solv und ich muss 1 minus 0,5 hoch n ist gleich 0,9375 Beistrich n. Okay? Und dann haben wir als Ergebnis, n ist gleich, also eintippen, tipp, 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 und da kommt 4 raus. Okay. So, die wollen also nicht nur, dass man sich's ausrechnet, sondern das zweite ist, interpretieren Sie die Bedeutung zur Zahl n in diesem Zusammenhang. Ja, was ist denn das Ganze überhaupt hier? Also hier, die Wahrscheinlichkeit 0,5 ist zum Beispiel Kopf. Nein, Zahl soll das sein. N ist also die Anzahl der die Anzahl der Würfe, die ich brauche, damit ich mindestens einmal ist es 1 minus 0,5. Also das heißt hier, wenn ich hier mir Zahl herstelle oder Kopf, das ist die Frage. Also jedenfalls das eine, sagen wir mal Kopf. Kopf wird n mal geworfen. Die Wahrscheinlichkeit für Kopf n mal zu bekommen. Und das Gegenteil ist 1 minus. Das heißt nicht n mal, sondern das Gegenteil von n mal Kopf zu bekommen, mindestens einmal das Gegenteil zu bekommen, also mindestens einmal die Zahl zu bekommen. Das ist also jetzt hier die Wahrscheinlichkeit. Und n ist also die Anzahl der Würfe. Also Anzahl der Würfe um mindestens einmal Kopf zu bekommen.
bekommen. Okay, passt. Hopp, stopp, wasch, da gehört Zahl her. Mindestens einmal Zahl zu bekommen. Okay. Ja, und mit der Wahrscheinlichkeit, die hier rauskommt, 0,9375. Gut.